Es gleicht beinahe einem Wunder, dass das Linzer Derby trotz der Wetterkapriolen über die Bühne gehen kann. Und wie es aus blau-weißer Sicht über die Bühne geht, Ronny Waldo, 16 Minuten gespielt, 1:0 die Führung für die Hausherren. Andersen mit der Maßflanke hinter die Abwehr. Wir switchen dann bereits in die zweite Hälfte, rund 10 Minuten gespielt, Moses Uso und Witek, die beste Chance für den LASK auf den Ausgleich. Die 79. Minute, Zia ist leichtfertig gegen Ronny Waldo, der Stürmer hat das 2:0 am Fuß, 7 Handel mit der immens wichtigen Abwehraktion, der Goalie ersetzte zuvor den verletzten Tobias Laval. Und der Keeper der Athletiker ist wenig später gleich noch einmal gefordert und auch zur Stelle Simon Birkel mit dem Schuss aus spitzem Winkel. Kurz vor dem Anbruch der Nachspielzeit dann die letzte gute Möglichkeit für die Gäste. Daloverovs Schuss abgelenkt von Witek. Die Gäste dann in der absoluten Schlussphase noch in Überzahl nach diesem Foul von Mensa. Am Ende gelingt jedoch nicht der erhoffte Befreiungsschlag beim Debüt von Markus Schopp auf der Trainerbank des LASK. Blau-Weiß gewinnt dank Ronny Waldo auch das zweite Heimderby in Folge.